Cluny. Die kleine Stadt im Süden Frankreichs birgt ein Geheimnis. Einst steht hier ein Wunderbau, das seinerzeit größte Gotteshaus des Christentums. Seine Säulen ragen über 30 Meter hoch. Das Kirchenschiff ist mit 187 Metern 60 Meter länger als Notre Dame in Paris. 300 Fenster durchfluten das Kircheninnere mit Licht. Eine unglaubliche bautechnische Leistung. Sie erschufen hier etwas für diese Zeit Überdimensionales. Ganze 5 Jahrhunderte lang ist sie eines der einflussreichsten Zentren der Christenheit und übertrumpft alle Bauwerke ihrer Zeit. Die Abtei gilt als das zweite Rom. Wie kann vor beinahe 1000 Jahren ein Bauwerk mit dieser Höhe errichtet werden? Welche Techniken kommen beim Transport der schwersten Bauteile zum Einsatz? Moderne Technik bringt die Spuren der Vergangenheit ans Licht und offenbart ein architektonisches Meisterwerk, die Abtei von Cluny. Im Herzen Burgunds, in einem entlegenen Tal, befindet sich die Abtei von Cluny. Inmitten einer längst verschwundenen Klosteranlage steht einst der größte Kirchenbau des Mittelalters. Nur wenige Überreste belegen heute noch die Existenz des einst mächtigen Wunderbaus. Wie lassen sich seine Geheimnisse entschlüsseln? Heute zeugt nur noch der Südarm des großen Querschiffs mit seinem achteckigen Turm von der einstigen Größe dieses Bauwerks. Weil dies der letzte erhaltene Rest von Cluny ist, vergisst man leicht, wie groß es war. Was hier schon doppelt so groß ist wie bei einer durchschnittlichen Kirche, ist nur ein Teil eines Querschiffs. Die Dimensionen des Turms sind für einen Bau des Mittelalters einmalig. Mit einer Höhe von 60 Metern thront er über dem Tal. Das Gewölbe reicht 30 Meter hoch. Der Turm erweckt die Neugier der Forschenden. Die Suche nach weiteren Spuren der geheimnisvollen Kirche beginnt. Der einzige bis heute erhaltene Plan wird wie ein Schatz verwahrt. Er wird um 1700 mit größter Präzision von einem Unbekannten erstellt. Die einzige Spur dieses unvergleichlichen Baus. Das ist der älteste Grundriss, das älteste Zeugnis der Existenz einer Abtei in Cluny. Das war ein riesiges Kloster. Man schätzt, dass hier zum Ende des 11. Jahrhunderts rund 300 Mönche lebten. In der Abtei Mont-Saint-Michel gab es selbst zur Blütezeit nur 80. Das ist also eine wirklich große Abtei. Eine Abtei mit städtischen Ausmaßen. 15 Hektar Grundfläche, fast ein Drittel des heutigen Vatikans. Clunys Gebäude sind gewaltig. Manche sind heute Teil der Stadt, wie der Getreidespeicher oder das Gästehaus. Was aber am meisten fasziniert, ist die Größe der Abteikirche. Sie ist größer als Notre Dame in Paris, der damalige Petersdom in Rom, die Kathedrale von Chartres und die Basilika in Saint-Denis. Die Abtei von Cluny stellt alle Kirchen des Mittelalters in den Schatten. Ihr Schiff weist 4 Seitenschiffe auf, 11 Joche sowie ein kleines und ein größeres Querschiff von 75 Metern Breite. Dazu einen Chor und eine Apsis mit Strahlenkapellen. Die Bedeutung dieser gewaltigen Kirche wird erst durch ihre Baugeschichte verständlich. Und diese beginnt mit einer großen Schenkung.
Das Kloster befindet sich aufgrund einer Stiftung durch den Herzog von Aquitanien an genau diesem Ort. 910 schenkt er einer Handvoll Mönche ein Stück Land. Das Besondere ist, dass er diese Gemeinschaft direkt Rom unterstellt. Die Abtei unterstand direkt dem Papst in Rom. Wahrscheinlich verstanden sie sich deshalb in gewisser Weise als zweites Rom. Durch die direkte Anbindung an Rom ist die Abtei von weltlichen Herrschern unabhängig. Einige Jahre später wird sie noch bedeutungsvoller. Sie brachten Reliquien nach Cluny, erst von den Heiligen Petrus und Paulus. Dann aber so viele, dass Cluny dem Petersdom Konkurrenz machte, eine Hochburg des Reliquienkults. Man konnte hier Reliquien des Heiligen Petrus verehren und rund um die Abtei beten. Fast wie eine Pilgerfahrt nach Rom. Jedenfalls gibt es eine enge Verbindung zu Rom. Der erste Kirchenbau, Cluny I, wird so schnell zu klein. Also entsteht ein Nachfolgebau. Doch auch Cluny II reicht bald nicht mehr aus. Erst nach dem Jahr 1000 folgt Cluny III, die Major Ecclesia, die größte Kirche. Dahinter stand die Idee, eine Kirche zu bauen, in der rund 1000 Mönche, Ortsansässige oder Durchreisende Platz finden. Es musste etwas Imposanteres her, das zum Bild des zweiten Roms passt. Unter Abt Hugo von Cluny beginnt 1088 der Bau von Cluny III. Sein Ziel? Die größte je errichtete Kirche zu bauen. Doch von Anfang an spricht eines dagegen: der Ort. Der Bauplatz ist relativ eng und liegt am Zusammenfluss von Médasson und Grone, in einem Tal mit steilen Hängen. Der Standort von Cluny ist wenig geeignet. Ein sehr überschwemmbares Becken. Im Osten liegt der Fluss Grone. Die vielen Hochwasser haben Schlick angeschwemmt. Der Boden ist sehr instabil. Und das bis zu unserer Höhe hier. Der Kirchenchor muss nach Osten ausgerichtet sein, Richtung Jerusalem. Tausende Kubikmeter Erde werden abgetragen, um trotz des Hangs einen bebaubaren Untergrund zu schaffen. Das ist natürlich sehr umfangreich und nicht einfach. Sie arbeiten sich entlang des Hangs vor. Dadurch werden bestimmte Schritte nötig, um eine Nivellierung des Geländes zu erreichen. Die Erdschichten sind nicht sehr homogen. Außerdem ist der östliche Teil des Geländes relativ feucht. Deshalb werden sehr mächtige Fundamente errichtet. Um in die Höhe zu bauen, braucht man solide Grundmauern. Das ist den Bauherren klar. Die Suche nach den alten Kirchenfundamenten führt die Forschenden zur Kapelle Jean de Bourbon. Der Archäologe Fabrice Henrion leitet die hiesigen Ausgrabungen. Das Außergewöhnliche ist, dass dies hier schon ein Teil der Fundamente ist. Extrem gut ausgeführte Maurerarbeiten, die aber nicht sichtbar waren. All das lag unter der Erde. Eine Konstruktion von höchster Qualität. Die perfekt zugehauenen Kalksteinquader sind zwischen 6 und 18 cm hoch und durch Mörtel miteinander verbunden. Die Fundamente reichen so weit in die Tiefe, weil die Baumeister eine harte Bodenschicht suchen, auf die sie sich stützen können. Solide, tiefe Grundmauern sollen das Gewicht des Bauwerks tragen. Um die Felsschicht zu erreichen, orientiert sich das Fundament an der Neigung des Hangs, manchmal bis zu 4 Meter tief. Auch die Dicke der Grundmauern ist bemerkenswert.
Beim östlichen Teil des Querschiffs beträgt sie 5 Meter. Die Grundmauern waren vom Baubeginn an kolossal. Sie sind dick und reichen auf diesem problematischen Bauplatz weit in die Tiefe. Es war also immer geplant, so hoch zu bauen. Solche Grundmauern leistet man sich nicht, wenn man eine kleine Kirche bauen will. Und sie werden noch zusätzlich stabilisiert. Wände und Säulenbasen sind durch 3,5 Meter dicke Mauerstreifen miteinander verbunden. Die einzelnen Bauteile sind also fest verankert. Die Mauern werden verbunden, auch unter den Gewölben. Von einer Mauer und einer Säule zur anderen verlaufen Fundamentstreifen. Diese einzelnen Grundmauern ergeben ein regelrechtes Gitternetz. Dieses Gitter verbindet die Auflagepunkte, also die Säulen. Danach kann man beliebig Mauern hochziehen. Bewegt sich der Boden, bewegt sich alles. Das verhindert Brüche. Eine geniale Konstruktion. Die Ingenieure der École Nationale des Arts et Métiers haben eine Simulation erstellt. Sie zeigt die Wichtigkeit dieser Grundmauern. Ohne sie fällt das Bauwerk einfach in sich zusammen. Die Grundmauern der verschwundenen Kirche interessieren auch den US-Archäologen Kenneth John Conant. Schon 1927 beginnt er seine Ausgrabungen und verändert das Schicksal der einstigen Abtei. Als er ankam, war überall nur Wiese. Keine Spur von Fundamenten, nur das große Querschiff, das kleine östliche Querschiff und die Jean de Bourbon-Kapelle hatten überdauert. Bis auf diese Gebäudegruppe war nichts mehr sichtbar. Die Abtei war völlig vergessen. Etwa 40 Jahre lang versuchte er, den Grundriss und die Ausmaße dieses außergewöhnlichen Bauwerks zu rekonstruieren. Mit Hilfe von Zeichnungen aus dem 18. Jahrhundert versucht Conant, die genauen Dimensionen der Abtei und ihrer Kirche nachzuvollziehen. Er analysiert die Grundmauern, ihre Dicke und Zusammensetzung. Das Ergebnis? Hunderte Pläne, die erstmalig ein dreidimensionales Bild der Abtei zeigen. Conant ist der Wiederentdecker der Abteikirche von Cluny. Er ist der Erste, der eine Rekonstruktion ihrer anfänglichen und späteren Pracht lieferte. Conants Recherche ermittelt die Größe des Gebäudes. Das Langhaus der Kirche ist fünfschiffig, unterteilt von 80 monumentalen Pfeilern. Dazu ein größeres und ein kleineres Querschiff. Und der Chor, dessen 10 Säulen einen Chorumgang bilden. Drei Fensterreihen durchfluten das Innere mit Licht. Das Tonnengewölbe ist 30 Meter hoch. Ausmaße, an die im 11. Jahrhundert kein anderer Kirchenbau herankommt. Die Major Ecclesia, die größte, höchste und hellste aller Kirchen. Wie konnten die Baumeister von Cluny diesen Wunderbau mit den Techniken des Mittelalters errichten? Das 11. Jahrhundert, Blütezeit der Romanik. Romanische Kirchen sind eher klein, nicht höher als 20 Meter und haben dicke Mauern mit kleinen Fenstern. Typische Gewölbeform der romanischen Architektur? Das Tonnengewölbe, getragen von einem Halbkreis. Sein Durchmesser entspricht der Breite des Raums.
die Höhe dem Radius. Für ein höheres Gewölbe müsste man das Schiff verbreitern. Die Kräfte, die dann ins Spiel kommen, würden die Konstruktion aber schwächen. Wer höher bauen will, braucht eine Alternative zu den Halbkreisbögen. Dieses technische Problem musste gelöst werden, um die Statik des Bauwerks zu verbessern. Dann ging den Baumeistern wohl ein Licht auf. Und man kam auf die geniale Idee mit den Spitzbögen. Die Spitzbogenform entsteht aus zwei Halbkreisen, deren Mittelpunkte an den Seiten des Bogens liegen. Sie überschneiden sich und bilden dabei einen Spitzbogen. Prompt ist die Höhe nicht mehr an den Durchmesser gekoppelt und es kann höher gebaut werden. Den Spitzbogen gibt es schon vorher. Er wurde nicht für Cluny erfunden. Aber man verwendet ihn hier, weil er über interessante Charakteristika verfügt. In der romanischen Ästhetik sind alle Bögen rund. In Cluny zögerte man aus Stabilitätsgründen. Beim Rundbogen wird der Schub sowohl horizontal als auch vertikal verteilt. Die Wände müssen dick sein, um unter dem Druck nicht nachzugeben. Beim Spitzbogen verringert sich der Horizontalschub. Ein Teil der Belastung wird auf die vertikale Komponente abgeleitet. Die Mauern können also dünner und höher sein, ohne weggedrückt zu werden. Ab dem Moment, in dem die Mauern plötzlich höher sein können, hat man auch mehr Platz für Fenster. Das führt zu den vielen Öffnungen, die das Mittelschiff und die Seitenschiffe von Cluny III mit so viel Licht durchfluten. Um das Schiff mit Licht zu durchfluten und gleichzeitig die Statik zu erhalten, reichen die Spitzbögen allein aber nicht. Dieser Plan der Kirche zeigt, wie gut die Baumeister das Gleichgewicht der Kräfte beherrschen. Dies ist ein Querschnitt des Langhauses von Cluny III. Es bestand aus einem Haupt- und vier Seitenschiffen. Der Schub wird über die gestaffelten Volumen der Seitenschiffe verteilt. Diese Ableitungsreihe des seitlichen Schubs wird durch sehr stabile Außenwände mit mächtigen Strebepfeilern erreicht. Ein sehr massiver, aber auch sehr ausgeglichener Aufbau. In romanischen Kirchen wird das Mittelschiff für gewöhnlich von zwei Seitenschiffen gestützt. In Cluny aber ist das Bauwerk so groß, dass je ein weiteres Seitenschiff angefügt wird. Dazu noch mächtige Strebepfeiler. Die romanische Architektur erreicht hier ihre Grenzen. Die drei Gebäudeteile mit ihren Spitzbögen sind 29,5 Meter, 17 Meter und 10 Meter hoch. So können in allen Geschossen Fensterreihen angelegt werden. Die übereinander liegenden Fensterreihen sorgten im Innenraum für eine unvergleichliche Helligkeit. Sie entsprach einer neuen Spiritualität. Das Göttliche durchflutete mit seinem Licht den Ort der Andacht. Zu jener Zeit wagte man es nicht, die Mauern unter einem Gewölbe derart zu öffnen. Schon gar nicht bei einem so großen Gebäude. Das ist wirklich sehr kühn und nimmt in Ansätzen die spätere gotische Architektur vorweg. In der Gotik trägt die Struktur das Gebäude und nicht die Gesamtheit seiner Mauern. In Cluny treibt man das Spiel mit dem Gleichgewicht auf die Spitze. Und erreicht Höhen, die in der Romanik undenkbar sind. Entscheidend dabei? Die Position der Stützpfeiler.
Ihr Abstand verringert sich auf jedem Niveau minimal. Die Konstruktion wird stabiler, weil die Gewölbefelder direkt unter ihnen abgeleitet werden. Die schrägen Schubkräfte bleiben in der Grundfläche des Gebäudes. Das ganze Bauwerk spielt mit dem Gleichgewicht vertikaler und horizontaler Kräfte. Strebepfeiler, Bögen, die Position der Säulen, alles dient dem Bau einer imposanten Kirche. Zum Schutz vor Torsionsbewegungen kommen die stützenden Platten des oberen Stockwerks ins Spiel. Ein ganzes System von Klammern hält die obersten steinernen Blenden im Querschiff. Alle Teile sind durch Metallklammern gesichert. Doch das reicht den Baumeistern nicht. Sie fürchten den Druck, den das Gewölbe auf die Mauern ausübt. Also sichern sie die Länge des Schiffs mit Eisenstangen. Im Mittelalter ist Cluny weltbekannt. Natürlich kennen auch die Erbauer anderer großer Kathedralen Cluny. Man weiß von den Vor- und Nachteilen einzelner Details. Der Spitzbogen, der in Cluny erprobt wurde, dient auch beim Bau der großen Kathedralen. Die eisernen Maueranker werden in der gotischen Architektur aufgegriffen. Die Abteikirche soll prachtvoll und beeindruckend werden. Ihr Grundstein wird 1088 gelegt. Erstes Bauprojekt, der noch heute erhaltene südliche Abschnitt des großen Querschiffs. Von hier aus arbeiten sich die Bautrupps von Süden nach Norden und Westen vor. Noch heute erkennt man in den Mauern der Kirche zahlreiche Aussparungen. In diesen sogenannten Gerüstlöchern wurden die hölzernen Baugerüste befestigt. Gerüstlöcher sind Lücken im Mauerwerk. In diese kann man die Tragbalken der Gerüste schieben. So arbeitet man sich nach oben vor. Ihre Anordnung zeugt vom Fortschritt der Bauarbeiten. Beim bis heute erhaltenen großen Querschiff zeigt sie aber auch Verzögerungen. Hier sitzen die Gerüstlöcher bei den ersten beiden Jochen horizontal nebeneinander. Beim dritten Joch sind sie dagegen um 30 bis 40 Zentimeter versetzt. Das zeigt, der Bau wurde unterbrochen. Was war geschehen? Bei genauerer Betrachtung des dritten Jochs wird deutlich, die oberen drei Fenster sind nicht direkt über den darunterliegenden platziert. Auch die steinerne Blende, auf der dieses Stockwerk ruht, ist beim dritten Joch verschoben. All dies lässt erahnen, was in diesem Stadium auf der Baustelle geschieht. Es gibt eine Planänderung. Ursprünglich wollte man eine Kirche mit 20 Meter hohem Gewölbe bauen, deren Inneres direkt beleuchtet werden könnte. Und jetzt? Mitten im Querschiff entscheiden die Bauherren, 10 Meter höher zu bauen. Dieses Umschwenken erkennt man im Querschiff. Das erste Gewölbefeld ist 20 Meter hoch, das zweite 30. Das dritte müsste wieder 20 Meter haben. Doch die Bauherren wollen mehr. Die größere Deckenhöhe zwingt sie, die Fenster leicht nach Norden zu verschieben. So entsteht Platz für den Stützpfeiler. Die Clunyacenser wollen es gigantisch. Und sie haben Glück. Die Lage der Abtei ist, was das Baumaterial betrifft, ideal. Das ist super. Es gibt alles vor Ort. Und zwar in großen Mengen und bester Qualität. Kalksteinbrüche sind vorhanden. Brennt man Kalkstein, erhält man Kalk. Das Bindemittel für den Bau. Es gibt den Sand der Gron und sehr viel Lehm für Böden, Ziegel und so weiter. Dazu kommen noch die Wälder des Tals. Die
In unmittelbarer Umgebung der Baustelle liegen gleich mehrere äußerst ergiebige Steinbrüche. Zehn Kilometer entfernt ist ein Steinbruch noch heute gut zu erkennen. Hier wurde weißer Kalkstein abgebaut, sogenannter pisolitischer Kalkstein. Hier im Lally-Steinbruch ist der Stein weich, was in der Region selten ist. Er wurde für Skulpturen genutzt. Das harte Gestein der anderen Steinbrüche kommt beim Bau zum Einsatz. Es gibt drei Kalksteinarten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Den mikritischen, den oolitischen und den Muschelkalk. Dazu kommt Arkose, eine Art Sandstein. Das Bauvorhaben war finanziell und technisch sehr riskant. Also suchte man den bestmöglichen Stein. Große Vorkommen für dicke Mauern. Die schönsten Steine werden vor Ort behauen und gut sichtbar an den Fassaden platziert. Die Mauern bestehen aus einer Schale an jeder Seite. Sie sind aus mehr oder weniger fein behauenen Steinen, je nach Stelle. Zwischen diesen Außenseiten sind Bruchsteine mit grobem Mörtel aufgeschichtet. Das Ganze bildet einen stabilen Block. Je breiter dieser ist, desto höher kann man bauen. Das ist eine bautechnische Spitzenleistung. Es ist hier gelungen, mit recht einfachen Mitteln etwas für jene Zeit Überdimensioniertes zu bauen. Diese Bruchsteinmauern sind letztlich recht simpel. So wird seit der Antike gebaut. Aus einem der Steinbrüche kommt auch ein einzigartiger Quader. 6 Meter lang, 3 Meter hoch und 45 Zentimeter dick. Das Tympanon. Über dem Portal platziert, soll es die Besucher beeindrucken. Ein bemerkenswerter Block. Er zeigt, was die Steinbrüche leisten konnten. Auch sein Transport ist eine technische Höchstleistung. Hier war mehr Intelligenz als Kraft gefragt. Eine eigens errichtete Rampe gleicht den Höhenunterschied des Talbodens aus. Über sie wird der Stein auf Rundstämmen bis zum Portal gerollt. Beim Aufrichten hilft eine Art Heber. Dabei wird das Gewicht des Steins dank der Hebelkraft auf 1/100 reduziert. So kann der 28-Tonnen-Stein platziert werden. Das Tympanon wird erst behauen, nachdem es aufgerichtet und an seinen Platz gebracht ist. Niemand möchte das Risiko eingehen, das Relief des Christus in der Glorie vor dem Einbau zu erschaffen. Von den ursprünglichen 45 cm Dicke des Tympanons wurden bis zu 40 abgetragen, um der Skulptur Tiefe zu verleihen. Die Darstellung zeigt Christus, umgeben von 4 Engeln. Ihre Reste wurden vor Ort gefunden und zeugen von einer damals einmaligen Qualität. In einigen Bereichen ist der Stein bis auf 5 cm abgetragen. Von da an entsteht ein gewaltiges Portal, das bis zu 14 Meter breit und 20 Meter hoch ist. Der Bogen fließt darüber, rundet die Komposition ab. Im Innenraum allein gab es über 1200 Kapitelle. Ein gewaltiges bildhauerisches Werk von größter Qualität. Und sie sind immerhin 80 cm breit und 80 hoch. Ein kolossaler Bau mit beeindruckenden Maßen. Nur 8 Kapitelle sind fast intakt erhalten. Sie schmückten Säulen im Chorumgang. Auch hier sind die Reliefs recht tief, um das Spiel von Licht und Schatten zu nutzen.
Abt Hugo von Cluny will vor allem eine monumentale Architektur. Das zeigen auch die Reste der Säulen im Kirchenschiff mit ihren 2 Metern Durchmesser. Ihr Baumaterial ist bewusst gewählt. Man kann nicht jeden Stein an jeden Ort setzen. Die Säulenbasis ist aus mikritischem Kalkstein. Durch die Feuchtigkeit im halbzerstörten Querschiff hat er gelitten. Darüber folgen Arkose und wieder Kalkstein. Warum aber mikritischer Kalkstein? Ein Stein von geringer Qualität. Dieses Gestein kann Druck sehr gut widerstehen. Und was hier über ihm lag, war ja sehr schwer. Säulen, Gewölbe, Kuppel, das alles lastet auf dieser Basis. Und das Gestein hielt diesem vertikalen Druck stand. Auch die Analyse des Mauerwerks im noch erhaltenen Querschiff zeigt, jedes Gestein erfüllt eine andere Funktion. Unten mikritischer Kalkstein, um das Gewicht zu tragen. In der Mitte widerstandsfähiger Sandstein und in der Höhe weicher Kalkstein, der behauen werden kann. 30 Jahre nach Baubeginn der Major Ecclesia. Der Orden der Cluniazenser steht auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Äbte stehen in engem Kontakt zu Kaisern, Fürsten und dem Papst. Die Abtei ist unumgänglich. Diese Abtei hat, was wir heute Filialen nennen. Und zwar von England bis nach Italien, von Spanien bis Polen. Sie hat eine enorme geistliche und weltliche Strahlkraft. Über 1400 Klöster unterstehen der Abtei direkt. Der Orden folgt den Klosterregeln des heiligen Benedikt, der Regula Benedicti. Eine Rückkehr zum geistlichen Leben und Gebet. Das zieht die Großen der Welt an. Cluny ist zu jener Zeit sehr wohlhabend und hat reiche Gönner. Cluny hat enorme Ressourcen. Das Bauwerk wächst deshalb sehr schnell. Vielleicht zu schnell. Im Jahr 1125 führt ein Unglück zum Umdenken. 1125 stürzt die Decke des Schiffes ein. Die Cluniazenser sind natürlich entsetzt. Ihr Traum von Größe und Ansehen liegt ihnen zu Füßen. Die Baumeister müssen ihre Pläne überdenken. Ihr Gebäude war so gründlich durchdacht. Wo liegt der Fehler? Sie haben nicht bedacht, dass ihr Kirchenschiff sehr lang ist. Auf der gesamten Länge sind Deckengewölbe und Mauern gleich. Aber die Länge verringert bei beidem die Stabilität. Wenn Sie einen 5 cm langen Bleistift zerbrechen wollen, ist das recht schwer. Bei 30 cm bricht das Holz viel leichter. Was macht man also im Mittelalter? Man überwacht die Gewölbe. Versteckt in den dicken Mauern führen steile, enge Treppen die Abtei hinauf, 40 Meter hoch. Hier überwachen die Mönche das Tragwerk. Bemerken Sie dabei, dass die Gewölbe trotz aller Vorkehrungen gefährdet sind? Wir wissen, dass das Gewölbe mit weiteren Mauern, die ich mal Strebemauern nennen will, abgestützt wird. Sie sollen das Gewölbe des Mittelschiffs stabilisieren. Und weil man nicht mit sehr massiven Mauern bauen will, was die Perspektive stören würde, hat man Bögen ausgespart. So können die Mauerbögen die Schubkräfte des Gewölbes aufnehmen. Sie sind Vorläufer der gotischen Strebebögen.
Cluny III markiert einen Übergang zwischen der romanischen Architektur und der Gotik. Diese kommt wenige Jahrzehnte später auf. Die Kunstgeschichte geht traditionell davon aus, dass die Gotik in der Île-de-France entstand, weil sich dort die meisten großen Bauwerke dieser Zeit befinden. Aber die Techniken, die später die Blüte der Gotik ermöglichen, entstehen in Cluny. Und zwar schon um 1130. Papst Innozenz II. Weiht die noch unvollendete Kirche. Erst 1130 wird hier der letzte Stein verbaut. Doch kaum fertig beschließt der Abt Hugo von Cluny den Bau einer großen Vorhalle, den Narthex. Er wird von zwei sogenannten Barabant-Türmen überragt. Das Problem? Für diese Erweiterung muss erneut ein Teil des Hügels abgetragen werden. Diese Vorhalle ragt fast schon in den Hang hinein. Die Topographie des Baugrunds und die Platzierung des Gebäudes sorgen dafür, dass man diese Kirche am Ende betritt, indem man Stufen hinuntergeht. Man verneigt sich praktisch vor dem Allerheiligsten, also dem Chor. Das ist so außergewöhnlich an Cluny III. 1230. Die Abteikirche ist endlich fertiggestellt. Und das in Rekordzeit. Ihre imposante Erscheinung symbolisiert die Macht ihrer Erbauer. Längst ist die Abtei eine Stadt, umgeben von Mauern. Ihre Befestigungen sind über 8 Meter hoch, mit zahlreichen Wachtürmen und Toren. Die Mauern der Abtei dienen nicht nur dem Prestige, sie schützen auch im Fall eines Angriffs. Und es gab Angriffe. Rings um die Abtei liegt die Stadt mit ihren Stadtmauern. Die Abtei ist also eine kleine Stadt in der Stadt Cluny. Je größer die Abtei wird, desto mehr wachsen auch ihre Befestigungsanlagen. Ihr Wachstum zieht immer mehr Menschen nach Cluny. Man braucht Platz für Pilger und Gäste auf Durchreise, also wird ein Gästehaus gebaut. Eine Abtei ist ja viel mehr als nur eine Kirche und ein Kloster. Sie ist ein wirtschaftliches und kulturelles Gefüge. Bald wird die Wasserversorgung zum Problem. Wie soll man die vielen Menschen versorgen? Zwei Flüsse verlaufen links und rechts der Abtei, der Médasson und die Grone. Um sie zu nutzen, sind größere Arbeiten nötig. Der Médasson ist ein Bach, der westlich von Cluny entspringt. Er wird unter der Stadt Cluny kanalisiert und von der Abtei und teilweise auch der Stadt genutzt. Er versorgt das Kloster mit Trinkwasser. Das wird zum Brunnen des Kreuzgangs geleitet, zur Küche sowie zu weiteren Brunnen. Und sicherlich wird auch in den Bädern Wasser gebraucht. Die Mönche nutzen die Schwerkraft. Das Gelände ist von Westen nach Osten abschüssig. Der Médasson fließt deshalb in die Grone. Der Brunnen des Kreuzgangs ist der am höchsten liegende der Abtei. Von dort wird das Wasser an verschiedene Orte verteilt. Das Gefälle dient der Wasserverteilung in der Abtei, die durch den Wasserdruck erreicht wird. Der Médasson sichert aber auch die Abwasserentsorgung. Dafür entsteht ein paralleles Kanalnetz. Manche Abwasserkanäle sind mehrere hundert Meter lang. Man muss aber Wasser in diese Kanalisation einleiten, damit das Schmutzwasser abfließt. Es gibt zum Beispiel vor den Latrinen der Abtei ein System für eine Wasserspülung. Man öffnet einen Schieber und die Fäkalien werden im Kanal bergab weggespült. Musik
Bald wächst die Abtei Richtung Groen weiter. Die Mönche lassen das Flüsschen deshalb umleiten. Flussauf und abwärts entstehen Staudämme. Der Staudamm im Süden der Stadt ist stolze 370 Meter lang und ermöglicht ein Staubecken von 20 Hektar Fläche. Das nächste Bauprojekt? Ein Kanal, der die ganze Abtei mit Wasser versorgt. Am Ende wohl eines der größten hydraulischen Netzwerke des Mittelalters. Cluny hat aus einem natürlichen hydrographischen Netz ein künstliches gemacht. Durch Stadt und Abtei fließt kein Wasser mehr auf natürlichem Weg. Entlang der Groen und in der Abtei entstehen zahlreiche Mühlen, die den Mönchen große Einkünfte sichern. Auch dadurch wird Cluny immer reicher. Im Mittelalter ist das Bezwingen des Wassers ein Zeichen von Macht und von technischem Können. Das gilt auch für die Mönche von Cluny. Mit dem Wasser ist nicht nur der alltägliche Gebrauch verbunden. Es hat auch eine geistliche Dimension, die den Reichtum der Abtei zeigt. 5 Jahrhunderte lang bleibt die Abtei von Cluny eines der einflussreichsten Klöster des Mittelalters. Nicht zuletzt dank seiner mächtigen Äbte. Doch ihre Blütezeit hat ein Ende. Im 16. Jahrhundert untersteht die Abtei nicht mehr direkt Rom und verliert einen Großteil ihrer Einkünfte. Die Französische Revolution 1789 besiegelt dann ihr Schicksal. 1798 wird die Abtei verkauft. La ville. Die Stadt hat sich große Teile des Abteigeländes, die an ihr Gebiet grenzten, einverleibt. Heutige Stadtarchitektur und historische Bausubstanz der Abtei überlappen sich hier. Man hat die Abtei von Cluny förmlich ausradiert. An zahlreichen Häusern in der Stadt, die nach der Revolution entstehen, lassen sich noch heute Reste der großen Abteikirche erkennen. Man findet in ihrem Mauerwerk oder ihren Gärten skulpturale Elemente, Teile von Kapitellen oder Portalen sowie Statuetten, die aus dieser großen Kirche stammen. Der Lauf der Jahrhunderte verändert die Abtei. Im 18. Jahrhundert entsteht hier ein neuer Kreuzgang, in dem heute die Hochschule für Ingenieurswesen untergebracht ist. Auch ihre Gärten werden umgestaltet. Doch die große Abteikirche lebt weiter, in ihren überall in der Stadt verstreuten Resten. Noch ihre letzten Spuren zeigen, was für architektonische Meisterleistungen hier vollbracht wurden. Das Wenige, das noch steht, reicht, um sich eine Vorstellung von der Abtei zu machen. Man muss nur genau hinsehen und alles gut studieren. Jedes Detail entführt in die große Vergangenheit dieses so bedeutsamen Klosters. Dank ihrer mächtigen Äbte und Gönner konkurriert die Abtei mit den größten Kirchenbauten und wird zum zweiten Rom. Zeitweise ist sie das weltweit größte Gotteshaus des Christentums, die Major Ecclesia. Noch heute zeugt die Stadt von der Pracht dieses geheimnisvollen Wunderbaus.